Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine geniale, coole Aufzugsbox zeigen. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen schon mal eine Aufzugsbox gezeigt, die hat ein bisschen anders funktioniert. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben unter dem weißen i. Und diese hier ist von der Mechanik einfacher, aber genauso wirkungsvoll und auch total cool. Und ich habe diese wunderschöne Box bekommen von einer ganz lieben Kundin. Ich habe da einen Adventskalender bekommen, wirklich einen ganzen Adventskalender. Und ich habe mich so darüber gefreut, es war so toll. Und ich werde euch den auch im Herbst zeigen, damit ihr den auch quasi nachbasteln könnt. Und eine dieser Boxen, die da drin waren, ist diese coole Box. Und die wollte ich euch einfach zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn man hier oben an dieser süßen kleinen Lasche anzieht, hebt sich hier innen die Süßigkeit, die man da reinpacken kann, eben raus. Und es ist einfach nur so genial und cool und ich möchte euch heute einfach zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das ist jetzt die weihnachtliche Version und wir machen heute einfach eine frische Frühlingsversion. Ich habe jetzt hier nur nichts Süßes drin, da passen also alle möglichen Kugeln rein. Und dann hat man hier wirklich, ich habe jetzt bei dieser Box keine Lasche hingemacht, aber es empfiehlt sich eigentlich schon, die Lasche hinzumachen. Dann kann man die so öffnen und man kann die allerdings auch so schließen, dass man hier vorne auch die Lasche sieht. Finde ich es auch ganz cool. Dann hat man eben hier die Möglichkeit, die ganze Box so aufzumachen. Je nachdem, ob man eine Lasche reinmachen will oder nicht. Genau. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie das geht. Ich habe hier ein bisschen frühlingshafte Deko drauf gemacht. Und ja, freue mich jetzt, dass wir das zusammen basteln. Also wieder eine coole Aufzugsbox und ich sage schon mal ganz, ganz vielen lieben Dank für diese geniale Idee. Ich finde, das ist so toll. Das war so toll. Okay, aber wir starten jetzt. Erstmal zeige ich euch kurz das Papier, das ich benutze. Ich habe hier einmal das Designerpapier mit dieser Bestellnummer. Das heißt fabelhaft floral und ich liebe dieses Papier. Das ist mein absolutes Lieblingspapier und ihr werdet das in Zukunft noch sehen. Da kommt noch einiges. Ich kann davon gerade nicht die Pfoten lassen. Und ich habe hier noch Schiefergrau und Grundweiß. Das sind die anderen Farben, die ich jetzt so verwende. Schiefergrau ist eigentlich nicht in dem Farbkarton, in diesem Designerpapier drin, aber ich habe mir gedacht, vielleicht passt das ganz gut zu diesem schönen Grün. Das ist nämlich ein Teil vom Designerpapier. Da sind eben diese schönen Blüten drin oder aber auch so Blätter. Und ihr könntet natürlich auch Faungrün als Hintergrund nehmen, das stelle ich mir auch richtig schön vor. Diese Box ist Brombeermoos, genau. Und jetzt zeige ich euch mal, was ihr so alles an Material braucht. Das liegt hier nämlich schon alles. Könnt euch kurz Pause drücken. Und dann habt ihr alle Maße, aber ich sage euch die natürlich auch dazu. Ich starte jetzt mit dem großen Papier. Das ist meine Box, meine Grundbox. Und das hat das Maß 21 x 17 cm. Und das werde ich mir jetzt gleich mal falzen. Und zwar benutze ich zuerst die lange Seite. Das ist die 21 cm Seite, also die lange. Und die falze ich ganz einfach bei 5 cm. Also 5, dann 10. Bei 15 und bei 20 cm. Und dann drehe ich es mir, dass ich noch die kurze Seite falze. Und da falze ich es mir jetzt allererstes mal bei 2 cm. Da lege ich es mir auch wieder hier an bei 2. Das ist sozusagen mein oberster Deckel, meine Lasche. Die nächste falze ist bei 7 cm. Und die nächste ist bei 12 cm. Das sind jetzt auch so die Maße von dieser Box, die ich bekommen habe. Also nach dem richte ich mich. Das ist jetzt meine erste. Oh, ich glaube, die Falzlinien kann man nicht so ganz so gut erkennen. Und jetzt nehmen wir uns noch das kleinere Papier und falzen das auch gleich. Und zwar ist dieses Papier 13,5 cm mal 11 cm. Und ich fange wieder mit der langen Seite an, also mit der 13,5 cm Seite und falze das bei 4,5 und bei 9 cm. Und dann drehe ich es mir nochmal auf die kurze Seite, also die 11 cm Seite liegt jetzt oben und mache es nochmal an den gleichen Falzlinien, also nochmal bei 4,5 und nochmal bei 9 cm. Und das ist jetzt dieses Aufzugselement, das wir dann innen reinbauen. Und das schneide ich mir jetzt auch zu. Und zwar, wir sehen hier die Falzlinien und ich mache hier von dieser Ecke zu dieser Ecke einen Schnitt, genauso auf der anderen Seite. Und hier unten zu dieser Ecke
und dann kürze ich mir das nochmal ein. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich starte also jetzt oben auf der rechten Seite und lege mir meine, mal gucken, dass ihr das besser seht. Ich lege mir diese Ecke, die ich abschrägen will, genau auf meine Führungsschiene und schneide mir das Ganze dann einmal durch. So. Oh, meine Falzklinge. Muss ich kurz nachschneiden. Die Falzklinge ist nicht mehr die schärfste, glaube ich. Vielleicht muss ich mich doch mal von ihr trennen. Ich habe nämlich sogar extra schon eine andere drinnen, aber man denkt ja immer, es geht schon noch, es geht schon noch. Ja. Also ich habe es mir jetzt so reingelegt, dass diese beiden Falzlinien genau auf meiner Führungsschiene von dieser, vom Papierschneider sind und habe mir dann die Seite abgeschnippelt. Und so mache ich es auf der anderen Seite auch. Wieder die beiden Ecken. Lege ich hier genau auf diese Führungsschiene und dann mit einem Ruck schneide ich mir das Ganze durch. Dann habe ich wie so ein Haus, das hier genau an die Falzlinien hingeht. Und so mache ich es von unten in die andere Richtung auch wieder abschrägen. Das heißt, auch hier wieder die Falzlinien einlegen. Und so abschrägen, ich zeige es auch gleich nochmal nach. Ich mache jetzt nur mal beide. So sieht das Ganze jetzt aus. Unten auch so abgeschrägt, da hat man so kleine Schnittlinien. Und dann schneide ich mir jetzt auch gleich noch diese untere Linie so ein. Die untere Falzlinie, wir haben wieder wie so ein Haus und die untere schneide ich mir einfach ein an der Falz entlang. Und wenn ich mir die jetzt zum Beispiel nach oben einknicke, sage ich euch jetzt auch noch, von welcher Ecke wir jetzt noch schneiden. Und zwar jetzt von dieser unteren Ecke zu dieser Ecke hoch. Auch wieder diagonal rüber. Ihr könnt natürlich, ihr müsst das nicht mit dem Papierschneider machen, ihr könnt es natürlich auch mit der Schere machen. Weil bei mir die Linien mit dem Papierschneider einfach immer schöner werden, wie wenn ich es selber mit der Hand schneide. Und auf der anderen Seite mache ich es jetzt genauso. Da schneide ich auch wieder von dieser Ecke zu dieser schon angespitzten Ecke vor. Und jetzt haben wir hier so eine lustige Figur. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich versuche euch das so zu halten, dass ihr auch die Falzlinien erkennt. Und jetzt schneide ich mir noch diese beiden Falzlinien wieder bis zur Überkreuzung ein. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Andere Seite genauso. Es schaut jetzt ein bisschen so aus wie ein Fisch, wenn man das so sehen will, oder? Also so, das ist jetzt unsere Innenbox. Und an der können wir jetzt eigentlich auch gleich weitermachen. Oder ich nehme mir noch das große Teil zu Hilfe und schneide mir da noch ein paar Falzlinien weg, glaube ich. Weil das mit dem Papierschneider, glaube ich, fast ein bisschen schöner ist, wie wenn ich es mit der Hand schnippel. Hier achte ich jetzt darauf, dass diese schmale Lasche oben ist und die schmale Lasche seitlich ist, rechts. Und zwar kürze ich mir das jetzt so ab, dass ich mir zuerst mal diese Klebelasche zuschneide. Wenn ich die zuschneide, dann wisst ihr auch ungefähr, wo ich immer bin. Und zwar ist das diese schmale Seite rechts. Und da kürze ich mir jetzt eigentlich nur, ich zeige es euch mal, ich schneide mir das einmal so hoch, nur diese schmale Lasche. Und kürze mir das jetzt hier so ein, dass ich hier eine Klebelasche habe, die auf diesem zweiten Element ist. Also wir haben hier oben die ganz schmale Lasche, dann kommt eine dicke, dann kommt unsere Klebelasche mit diesem großen Bereich und unten kommt nochmal ein großer Bereich. Ganz unten, das ist der Boden, schneide ich mir immer an den Falzlinien links und rechts minimal die Falzlinie einfach raus. Dann kann man das später besser zusammenkleben. So ganz leichte Dreiecke. An allen Falzlinien mache ich das hier unten am Boden. Ihr habt vielleicht auch schon öfter eine Box gemacht, das ist eigentlich immer dasselbe. Dann sieht das Ganze jetzt so aus, jetzt wisst ihr schon ein bisschen besser, wo ich immer so bin, oder? Also hier ist der Boden, diese Laschen ist der Boden. Dann kommt die Box, dann kommt der Deckel, also die Deckel, und das ist die Lasche hier oben. Und die werden wir aber jetzt hier hinbauen. Deswegen kürze ich mir noch mal ein bisschen was ab.
Und zwar, ich habe mir das aufgezeichnet, was ich haben möchte. Ich schneide mir jetzt nochmal bei 10 cm, wenn ich es anlege, den oberen Teil weg. Und ich zeige euch das auch gleich, damit ihr das besser seht. Die ersten zwei kommen weg und der hintere Teil kommt weg. Und auch hier mache ich es jetzt lieber nochmal mit einem Papierschneider, weil ich einfach, wenn ich das mit der Hand schneide, immer nicht so ganz schön gerade schneide, ist mir aufgefallen. Und dann zeige ich es euch nochmal so richtig. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man die Falzlinie nicht richtig sieht in der Kamera, was ich da gerade schneide. So. So sieht jetzt das Ganze bei mir aus. Jetzt falze ich die Falzlinien einmal kurz nach und erkläre es euch dann nochmal, weil ich glaube, dann sieht es wirklich am allerbesten. Ansonsten könnt ihr euch ein bisschen auch an meiner Zeichnung orientieren, auch wenn die nicht perfekt ist. Die, wo ich ganz am Anfang bei den Maßen ins Bild gehalten habe. Also ich falze mir einmal die Falzlinien alle gut nach. Und jetzt könnt ihr das gut erkennen, glaube ich, was ich alles weggeschnitten habe. Also wir haben hier unten den Boden mit den kleinen Dreiecken. Wir haben hier eine kleine Klebelasche und das hier ist die Deckellasche und das ist diese Einschub, obere Lasche sozusagen. So sieht jetzt unsere Grundbox aus und die können wir auch gleich zusammenbauen. Wenn ihr die vor euch habt, ist das auch ganz logisch. Dann nehme ich jetzt einfach ein Abreißklebeband und mache dieses Band einfach nur hier auf die Klebelasche drauf. Und dann legen wir es noch kurz zur Seite. Dann wisst ihr genau, wie das ausschaut. Und jetzt möchte ich noch an diese Box eine kleine Lasche hinbauen, so wie es an dieser Box auch ist. Also so eine kleine Hilfe zum Auf- und Zumachen. Ihr müsst es nicht machen, es ist aber ganz praktisch. Vor allem, wenn dann schon eine Kugel drin ist, dann, oder eine Süßigkeit drin ist, dann kann man sich damit noch ein bisschen leichter tun. Und diese Lasche oder diese Öffnung für die Lasche müssen wir in diesen kleinen Bereich hier oben schneiden. Dazu drehe ich es mir jetzt mal so um und markiere mir die Mitte. Das sind ja 5 cm, also wir haben 2,5 die Mitte. Und mein Band, also da müsst ihr jetzt gucken, was ihr für ein Band nehmt. Das halte ich mir jetzt einfach so ein bisschen hin und mache mir da so ganz kleine Markierungspunkte rechts und links, also dass es ungefähr so breit wird wie mein Band. Das macht ihr einfach, was ihr für ein Band nehmt, dass ihr euch hier so eine kleine Markierung macht. Und das schneiden wir uns jetzt auch nochmal kurz mit dem Papierschneider. So eine kleine Öffnen rein. Das nochmal schön anlegen. Und dann muss man einfach so ein bisschen gucken, wo man ist. Ich habe es auch nicht ganz getroffen. Genau, noch ein kleines bisschen. Also mein Schnitt ist jetzt ein bisschen größer als das Band, minimal, dass das dann nachher hier schön durchpasst. Und das radiere ich mir jetzt auch noch kurz weg, die Klebepunkte. Ach Mann, die Markierungspunkte. Dass man das nachher dann auf gar keinen Fall sieht. Und jetzt geht es schon ans Zusammenbauen. Also zuerst nehme ich mir hier diese Schutzfolie ab und klebe mir einmal die Box so zusammen. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann klebe ich mir zuerst den Boden, erst die Seiten und am Schluss das Vorderteil ein. Bei mir ist hier irgendwie ein bisschen Schmutz, deswegen mache ich es ausnahmsweise nicht so. Normalerweise mache ich immer die vordere Lasche, die dann quasi von der Deckellasche die vordere Lasche ist als letztes, aber heute nicht. Bevor ich das aber mache, runde ich mir auch noch die Ecken ab hier oben. Ich habe da so einen alten Eckenabrunder. Könnt ihr natürlich auch mit der Hand machen, dass ihr die Ecken noch so ein bisschen abrundet hier oben von der Schlaufe, aber das müsst ihr nicht, das könnt ihr auch weglassen. Und dann schnappe ich mir den Flüssigkleber und klebe mir den Boden so ein bisschen an. Ich tue da immer nur ganz wenig Kleber drauf. Klebe mir die andere Seite an die drauf. Wie gesagt, normalerweise mache ich diese Lasche als letztes, aber ich bin da irgendwie an was hingekommen. Das hat jetzt so ein bisschen Schmutz, deswegen mache ich die hintere Lasche ausnahmsweise als letztes drauf. Und dann könnt ihr auch den Kleber noch mal kurz reinstellen, dass es schön antrocknet. Und dann können wir auch dieses Innenteil noch zusammenbauen. Und da gibt es jetzt noch einen kleinen Trick, den ich mache. Also zuerst falze ich mir mal alle Falzlinien einmal nach.
Und jetzt wird das Ganze so zusammengebaut. Das heißt, diese zwei Dreiecke, die kommen hier übereinander geklebt. Und dieses Element hier vorne, das wird so schräg da drauf gemacht. Und deswegen lege ich mir das einmal so hin, wie es dann zusammengeklebt wird. Und dann mache ich mir hier eine Markierung hin, wo ich diese Lasche abschneide. Diese kleine schräge Lasche. Auf der anderen Seite genauso. Einfach mal so hinlegen, wie es dann am Ende gehört. Und dann die Lasche so mit einer Markierung abschneiden. Dann weiß man, wie viel da innen rein, weil das wird nachher innen reingeklebt, wie viel man da innen dann noch als Kleber übrig hat. Und dann können wir die Box auch zusammenbauen. Dazu klebe ich mir jetzt zuerst dieses Mittelteil. Also eigentlich will ich gar nicht so viel Flüssigkleber, aber heute ist er voll. Klebe ich mir jetzt hier an das äußere Teil hin, so dass das schön übereinander liegt und einen schönen geraden Abschluss gibt. Und das mache ich auf der anderen Seite auch. Und dann kommt diese kleine Fläche, die wir uns so abgeschrägt haben, einfach noch innen rein. Einmal kurz versuchen, ob es klappt oder ob es noch irgendwo hängt, dass man es vielleicht noch mal ein bisschen kürzen muss. Also seht ihr, das kommt dann so innen rein. Und dann kann man hier auf diese Laschen auch noch ein bisschen Kleber machen. Bisschen halten, dass es trocknen kann. Wenn ihr möchtet, mir könnt ihr da auch so eine kleine Einschub machen. Also das hat hier die Petra gemacht. Die hat hier so einen Eingriff gemacht für die Süßigkeit. Man macht es leichter, wenn man das, bevor man es zusammenklebt, macht. Ich mache es jetzt nicht. Also wir haben ja fünfmal diese Designerpapiere. Die kommen außen drauf und die haben das Maß 4,8 mal 4,8. Und das Ganze ist fünfmal. Es kommt einfach einmal außen rum um alle vier Ränder und einmal auf den Deckel drauf. Natürlich könntet ihr das auch abwechselnd machen, dass ihr das mal so und mal so macht. Also das ist einfach ganz euch überlassen, wie es euch am besten gefällt. Dann haben wir für Innenreihen nochmal ein Element und das hat das Maß 4,3 mal 4,3. Das könnt ihr jetzt so rum reinkleben oder eben auch andersrum. Das ist auch Geschmackssache. Ich mag auch wieder dieses frische Blättermuster vorne haben. Das kommt in unseren Aufzugteil hier hinten an diese Rückwand sozusagen. Passt da auch ganz gut. Sieht dann so aus. Dann habe ich jetzt noch ein Element. Das habe ich mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig richtig geschnitten. Das habe ich mich, glaube ich, vermessen. Mal gucken. Also das hat 2,3 mal 1,8 cm. Das kommt also hier vorne drauf. Und dann haben wir noch ein Stück. Das werde ich mir jetzt in zwei Teile schneiden, aber bevor ich das mache, wollte ich die Ecken noch abrunden. Und es geht, wenn das Papier ein bisschen länger ist, einfach ein bisschen besser. Deswegen habe ich das jetzt einmal ganz gelassen, runde mir jetzt alle vier Ecken ab und schneide mir das jetzt noch einmal zu. 4,3 mal 1,8 und das zweimal. Oh, mal durchschneiden gerade hoffentlich. Das ist bei so kurzen Teilen immer ein bisschen schwierig. Und das ist jetzt noch hier vorne für unsere kleinen Laschen. Schaut richtig schön aus. Das ist genau die Verlängerung. Das passt ganz genau da. Gell? Manchmal ist es lustig, dass man das dann doch noch so trifft. Und innen rein eben auch. In die inneren Seite der Lasche. So. Und dann können wir uns hier diesen Aufzug einfach auch an den Deckel kleben und haben schon den ganzen Mechanismus fast fertig. Das hätte ich beinahe vergessen. Wir müssen uns ja noch unbedingt unser kleines Band da einfädeln. Und zwar lege ich mir das jetzt einfach übereinander. Das hat jetzt ungefähr ein Maß von 6 cm von der Länge. Und fädel mir das hier einmal durch meine vorgeschnittene Lasche durch. Gut, dass ich das nicht vergessen habe.
Muss man natürlich machen, bevor dieser Aufzug fertig wird. Wird jetzt wahrscheinlich noch schwieriger. Ah, da kommt er schon. Super. Aber trotzdem auf der anderen Seite gut festhalten. Jetzt ist er wieder draußen. Das ist so ein bisschen fummelig. So. Also ich gucke jetzt ungefähr, dass das so gleichmäßig rausschaut. Das macht ihr nach Außenmaß. Also ich würde mal sagen, das ist ungefähr 1 Zentimeter. Und jetzt mache ich so, dass ich mir hier unten einfach kurz ein bisschen das Ganze mit Abriffsklebeband fixiere. Seht ihr, das ist genau hier durchgefädelt. Und da klebe ich mir jetzt, solange der Kleber noch flüssig ist, meinen Aufzug und oben drüber an diese Deckellasche. Da ist auch so ein kleiner Rand rechts und links, dass sich das Ganze gut verschließt und wieder öffnen lässt. Und dann seht ihr, haben wir jetzt so eine schöne, coole, frühlingshafte Box. Die könnt ihr so verschließen oder eben dann so mit diesem genialen Aufzugsmechanismus. Packen wir gleich noch was rein. Probieren es nochmal. Voll witzig. Also funktioniert einwandfrei und es macht total Spaß. Ich finde diese Box so cool, so genial. Jetzt brauchen wir eigentlich nur ein bisschen Deko. Ich finde es immer schön, wenn die Lasche nach vorne rausschaut. Deswegen habe ich mir hier mal zwei Herzchen hergesucht. Beziehungsweise ich habe hier die Bienenstanze und habe mir da diese zwei Herzen ausgestanzt. Ich habe jetzt natürlich andere Farben, als da eigentlich im Farbkarton drin sind. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich die sehr schön dazu. Aber wir könnten natürlich auch das Herz in Pfauengrün zum Beispiel stempeln. Stanzen und stempeln. Also ich nehme jetzt noch ein bisschen Pfauengrün dazu. Das hat diese Bestellnummer. Und bleibe im Farbkonzept. Das Brombeermus gefällt mir schon sehr gut. Aber ich glaube, dadurch, dass wir ja schon das Schiefergrau haben, als ein bisschen anders gestaltet, wollte ich jetzt mal gucken, wie das mit Pfauengrün ist. Eigentlich sehr schön, oder? Voll die süße Box. Und dann stempeln wir uns noch ein bisschen was auf das Herz hier vorne drauf. Ich habe jetzt hier einfach die Stempelset Elegant Floral mit der kleinen Blüte und das Set Osterhase. Da habe ich nur dieses Sprüchlein Hey rausgenommen. Das wären die Bestellnummern. Also Hey oder irgendeinen kleinen Spruch, den ihr so habt. Ja, da hat man ja immer irgend sowas. Und den habe ich irgendwo hingelegt und finde ihn nicht mehr. Da ist er. Also das kommt jetzt einfach so ein bisschen schräg auf das Herzchen drauf. Und ich habe jetzt kein Zitronenparfait als helle Farbe. Aber ich nehme einfach so einen kleinen Gelbton für die Blüte. Im Papier wäre eben Zitronenparfait, aber ich glaube, so geht es auch. Und zwar klebe ich mir jetzt das Herzchen oben drauf mit so ein bisschen Abstand, also mit so einem Abstandspad. Das sind so die Ränder. Und klebe mir das dann so ein bisschen übereinander. Vielleicht so. Und jetzt klebe ich es mir so an diese Lasche hin, dass man die natürlich auch so verschließen könnte. Das heißt, mein blaues Herzchen wird jetzt ganz flach aufgeklebt. Und ich lasse mir die Lasche so und fahre mir so mit diesen Herzchen so dazwischen, so dass man auch noch ein bisschen erkennt, dass das ein Herzchen ist. Und dann würde diese Lasche auch so als Verschluss halten. Ich finde, das ist eine süße Deko. Wer möchte, kann natürlich noch mehr machen. Zum Beispiel auf diese Box habe ich einfach einen Schmetterling drauf gemacht. Aber ich finde, eigentlich braucht es gar nicht so viel Deko. Hier ist noch eine Blüte dabei mit den Zahlen von dem Adventskalender und für dich. Also einfach eine wunderschöne Box, finde ich. Und ja, mit diesem tollen Mechanismus und mit dieser süßen diesem Hebeelement, Verschlussmöglichkeiten in beide Richtungen. Ich finde es einfach nur genial und ich sage so vielen herzlichen Dank für diese super schöne Idee und für den tollen Adventskalender. Das ist richtig schön. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es nachbaut. Mit Lasche, ohne Lasche, wie ihr wollt und in welchem Design auch immer, zu welchem Anlass auch immer. Das können wir super als Gästegoodie nutzen oder für einen Valentinstag, für den Osterhasen oder für irgendwas anderes benutzen und was Schnelles reinpacken. Und ich freue mich auf euch. Also hier habt ihr so eine tolle Vielfalt, wie ihr die Box ganz super einfach nachbasteln könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen weiterschaut. Ich blende euch noch ein paar Videos ein, die euch auch gut gefallen könnten für kleine Goodies oder kleine Verpackungen. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss!